Genau, dann machen wir den nächsten Hafen machen wir jetzt auf. Das hier wird auf jeden Fall. Halt, brauche ich gar nicht. Kann ich ja direkt weiterarbeiten. So, das heißt, wir müssen hier. Ach ja, Feuchtigkeit ist wahrscheinlich das Problem. Hier müssen auf jeden Fall die. Ach, guck mal hier. Hier ist doch. Ach so, jetzt fehlt es an Gebäuden. Ja, ist klar, ist klar, ist klar, Chef. Das können wir auch Spaß haben, mal hier machen. So. Läuft. Also, jetzt mal schauen. Wir müssen hier gleich Sachen hinbauen. Ja. Okay. Wir müssen ja viele Güter müssen wir produzieren. Güter produzieren heißt aber im Grunde nichts anderes als. Heißt nichts anderes als wir müssen nur Futter rankarren. Und das bedeutet wiederum. Wir brauchen Mehl. Ah ja. Okay. Produziert Fleisch und liefert Nahrung. Schlachterei geht nicht. Das geht auch nicht. Okay, die beiden brauchen also. Wir brauchen Fleisch und wir brauchen Mehl. Fleisch und Mehl. Dann erstmal die Schweinefarm können wir nicht mehr verbessern. Das macht nichts. Machen wir einfach hier oben Fleisch und Mehl, oder? Eigentlich eine dumme Idee. Geht das noch besser? Geht die Idee besser? Fleisch und Mehl, Fleisch. Wir brauchen auf jeden Fall eine Schweinefarm, weil so kriegen wir das Futter, das Fleisch nicht ran. Heißt, Schweinefarm. Genau. Erste Amtshandlung, Handlung. So, zack. Das andere geht ja noch. So, und produzieren tut das die Schlachterei. Genau, schön zentral. Einmal Schlachterei und natürlich die Bäckerei darf auch nicht fehlen. Die Bäckerei allerdings braucht Mehl. Und da brauchen wir dann das Wasserwerk. Zack, Wassermühle. Hier unten hin, damit sie ordentlich produziert. An der Straße gebaut. Logisch. Ne, hat sie erledigt. Ihr könnt nach Hause gehen. Tschüss. So. Dann brauchen wir die Handelsgeschichten. Das machen wir natürlich über die Equipmenthäuser. So. Schweine können ruhig ein bisschen mehr produzieren. Wie sieht es mit der Forschung aus? Haben wir die grundlegenden Sachen eigentlich schon fertig? Wahrscheinlich hin und vorne nicht, ne? Natürlich nicht. Gut, Holz. Holz haben wir im Überfluss. Steine, ja, so ein bisschen zumindest. Gut, was ist das? Eine Bäckerei. Hier fehlt es an Mehl. Jetzt fehlt es ja nicht mehr an Mehl. Habe ich nicht den Weg gebaut? Hatte ich da irgendwie. Ach so, war rot der Weg, ne? Ach ja, das gab es ja auch noch. Produzieren die auch mehr? Hier sind leider zentral gelegen, das ist schlecht. Können wir denn hier etwas bauen an Wegen? Wahrscheinlich nicht. Aber das hier geht. So, und die Bäckerei, an die kommen wir leider nicht ran. Das macht aber nichts. Das geht schon in Ordnung. So, hier arbeitet jemand in der Schweinefarm, Schlachterei, Wassermühle. Ändern wir gleich aber auch um. Beziehungsweise wir bauen Häfen. Bauen zum Glück nur Stein. Das bekommen wir anderweitig hin. So, jetzt mal schauen. Man könnte auch die Schweine da arbeiten lassen. Dann machen die was genau? Nicht so viel. So, wir brauchen auf jeden Fall gute Laune. Futter haben sie zwar schon da, aber der Rest fehlt komplett. Okay, es fehlt doch ein Stein. Alles klar. Das sind auf jeden Fall die einfachsten Methoden. Wir müssen ja sowieso viele von den Kollegen hier hinknallen. Hallo? Ach so, jetzt ist hier. Ah, die Straße ist im Weg. Macht nichts. Kleine Promenade. So, für gute Laune. Ins Zentrum vielleicht. Zur Mitte hin, meine ich. Läuft. Okay, so damit ist alles soweit gesagt. Was ist hier das Problem? Dass da keiner arbeitet. Achso, ich verstehe schon. Ich verstehe. Können wir denn hier auch so eine Promenade machen?
Wobei, ich kann es ja auch eigentlich. Ich sollte es doch machen. Dass es denen richtig gut geht, das ist mir wichtig. Gut. Für Futter ist gesorgt. Heißt, wir produzieren Güter. Richtig. Müssen aber mehr Güter produzieren. So, wir müssen Güter verkaufen. Erstmal die guten Handelsrouten suchen. Güter. Wie viel produzieren wir denn davon? Ist es bei Nahrung? Ist es bei anderen, ne? André. Oh, das ist nicht gut. Gerade mal 50 produzieren wir hier. Dann müssen hier mittig ein paar mehr Märkte hin. Handelsposten, ja. Handelsposten. Und dann können wir eigentlich auch einen Holzfäller hier hinknallen. Ja, hier sieht es ganz gut aus. So, was ist jetzt das Problem? Oh nein, 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 nein. Nein, nein. Das reißt mir nicht ein. Das hält mir auf. Was ist denn das Problem? Woran liegt es jetzt? Passender Gebäudebau, super. Warum? Oh, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Verlassenes Haus. Warum werden die verlassen? Leck mich doch am Arsch. Hört auf, wegzulaufen. Ihr habt doch alles. Sag mal, 65, 100? Das kann ich einfach nicht begreifen. Woran liegt's jetzt? Oh nein, nicht schon wieder die Scheiße. Was willst du denn? 20. Mehlproduktion. Mehlproduktion ist im Keller. Warum ist die Mehlproduktion im Keller? Mehlproduktion. Ja, scheiß die Wand an. Da machen wir noch so eine beschissene Mühle hier hin. So, damit es auch schnell fertig wird. Zack. Oh Gott. Und jetzt hier wieder schnell die Kohle rein in den Rachen werfen. Wo liegt es an Gütern? Da kann es auch nicht sein. Die werden hier auch produziert am laufenden Band. So, verkauf mal Güter. 25 Stück für 170. Läuft. Handel beginnen. Zack. Ja. Wieso lauft ihr weg? Warum? Was ist denn? Ich begreife es einfach nicht. Was ist das scheiß Problem? Popularität wächst doppelt so schnell. Sehr gut. Dann können wir die Leute mal ein bisschen finanziell striezen. Hier wird jemand arbeiten. Präfektur. Hier wird jemand drin arbeiten. Arbeit beginnen. Alter, leck mich doch am Arsch. Ich raff's nicht. Was wollen die Spacken denn von mir? Wieso hauen die ab? Es wird halt nicht angezeigt. Das Gebäude hat aufgehört zu arbeiten. Hör auf, nicht zu arbeiten, du Schweinemann. Ja, was denn? Was ist denn? Gute Laune ist angesagt. Hallo, nicht mitbekommen. Woran mangelt's? An den beschissenen Gütern. Wir haben eine Produktion von 110. Ihr dämlichen Arschgeigen. Wurst. Oh Gott, ist wieder Wurstnot angesagt. Ach ja, klar, die großen. Ja, ich verstehe schon. Ich kann es nachvollziehen. Ja, doch, doch. Komm, noch mehr Würste. Produziert es und zwar so schnell ihr könnt. Ja, ich komme gleich. Ich kümmere mich um dein scheiß Hungerproblem. Deine Wurstnot, Mann. Ach, leck. Jetzt ist ja unten wieder alles im Arsch. Schnell wieder die Kohlen reinschmeißen. Nee, also wenn mir irgendwas auf den Sack geht, dann ist es genau das hier. Dass ich nicht weiß, was hier eigentlich. Hä? Oh, nee, Popularität doch nicht. Egal. Wir haben es nicht verdient. Und diese verschissene Kettenreaktion, wo ich dann einfach nur Kohle hinterher schmeißen muss, das ist so ein Drecksfeature. Geht gar nicht. Ist was? Keine Materialien. Welche scheiß Materialien? Willst du mich verarschen? Komm, Schweinerei aufs Maximum. Ist mir so scheißegal jetzt. Hier haben wir die Kohle auch noch raus. Sonst noch jemand ein Problem? Oh Mann. Ich würde ja gerne gucken, woran es liegt, aber ich muss hier gerade gucken, dass das hier nicht komplett die ganze beschissene Truppe hier einnimmt. Und die finden schon wieder scheiße. Oh, Junge. Schlachterei. Es fehlen Equipment. Warum? Weil wieder irgendjemand nicht arbeitet, dann geht's hier das Futter geht zur Neige. Ah, haben wir es bald. Verlassenes Haus. Hast du nichts zu tun? Du hattest doch gerade was zu tun. Arbeitsplatz? Keine. Jetzt ruckelt er auch noch. Jetzt wollen sie. Jetzt kommen sie von allen Seiten. Von allen Ecken und Enden wollen sie mich jetzt hier fertig machen.
Ich mache euch fertig. So, Kohle in den Rachen schmeißen. Boah, wie dümmlich das ist. Ich gebe Kohle. 65, 90, 80. Aber er ist genervt, oder was? Ja, geh dich doch erhängen, Junge. Taverne. Oh, können die normale Menschen arbeiten? Nee. Fehlt hier an. Ja, es fehlt an allem. Es fehlt an allem. Handelsposten, Schweinefarm, Wassermühle. Ja, handelt ihr denn schon? Verkaufe Güter, verkaufe Wein, verkaufe Eisen, Willebeer. Ja, ihr schafft jetzt gerade wieder mal keiner. Er kann sich nicht beschweren. Was zu tun hat er doch, der dumme Idiot. Hol ich gleich kaputt. Und weg. So. Sieht ja nicht aus, arbeitslosentechnisch. Wieso haben die denn alle... Nee, die schaffen doch. Ach, jetzt. Nur die zwei schaffen nicht. Was ist hier das Problem? Haben wir es wieder? Boah, das ist so eine gequirlte Scheiße. Mal ganz im Ernst. Wir hatten noch keinen Arbeitsplatz. Das ändern wir. Im Handel, da sehen wir uns. Ach, zum Glück ist der Rest... Was ist eigentlich die Aufgabe? Ich muss einfach nur Hütten bauen, oder spinne ich? Abgeschlossen, Hütten bauen, Kohle ist abgeschlossen, Güter produzieren. Ja, wir brauchen einfach nur Leute, denen es gut geht. Ha. Die Ironie. Ironie des Schicksals. So. Was hatten die gebraucht? Irgendwas mit Medien. Wahrscheinlich. So, noch kein Arbeitsplatz. Ja. So, die zwei haben keinen Arbeitsplatz. Das ändern wir, indem wir einfach noch so ein Ding bauen. Das ist immer krass. Wir handeln uns einfach hier die Hucke voll. Komm, damit es ein bisschen schneller geht. Läuft. Was ist hier? Es fehlt ein Plebejer, der hier arbeitet. Soviel zum Thema Ironie des Schicksals. Gut. Muss ich wahrscheinlich gleich wieder alles Mögliche aufbessern, schätze ich mal. Hier schafft auch keiner. Okay. Okay, was verhandeln wir? Nochmal minus 15. Zack. Und du haust weg. Was haben wir denn im Überfluss? Jetzt, ja, die Würste. Ich lass mal sein. Sklaven können wir verkaufen. Alle verkaufen minus 213. Wieso schafft hier keiner? Ach so, das hier können wir mal austauschen. Hier arbeiten wir Quitten und wir haben wieder Steine. Hervorragend. Oh, Junge, ist das anstrengender Müll. Jetzt muss ich mich immer um diesen Kleinkrieg hier kümmern. Ha. So, einfach eine Hütte nach der anderen hier reinballern. Und zwar nicht so viel, halt, habe ich mich jetzt da drauf gestellt. Das sollten wir vielleicht nicht tun. Die brechen wir wieder ab. Und machen stattdessen, was brauchen wir denn? Wein? Wein vielleicht zum Handeln? So ein Weingut? So ein, ist das, nein, komm hier. Ah, genau. Wir machen hier so einen Handwerkermarkt. Knallen wir hier hin. Ist das Kommerz? Natürlich wieder nicht. Futter? Wahrscheinlich wieder nicht. Öffentlich? Wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist gar nicht so schlecht. Falls es hier mal brennt, falls unser Hut brennt, haben wir hier zumindest ein Gegenmittel. So, zack. Heißt, Schlachterei. Ja, jetzt brauchen wir doch wieder eine von den Kollegen. Ja, natürlich, natürlich. Es soll uns ja auch nicht langweilig werden. Ich verstehe das. Habt aber auch Verständnis dafür. So. Die arbeiten auch. Ihr Handels ist bereit. Ach so. Huch. Eisen haben wir irgendwie nicht so. Steine können wir verhökern. Keiner will Steine. Wir können Brote verticken. 456. Davon haben wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele jetzt. Würste, ja. Das hier ist wichtiger. Odesso, minus 35. Ist das eine Hauptaufgabe? Ach, die Versorgung von Unterhaltung reicht wieder nicht. Und das Pantheon muss ich bauen, das ist kein Ding. Also einfach nur Pantheon bauen nach Maus. Und die Unterhaltungsversorgung, die müssen wir hier gleich nochmal angehen. Knallen wir irgendwie eine, weiß ich nicht.
Kolosseum oder sowas hin, je nachdem. Dafür haben wir es ja mal geholt, der einst. Bauen sie, Häuser fehlt noch, Unterhaltung nicht mehr ganz. Ist so, ja genau, das ist nur Bonus. Okay, okay, okay. Dann machen wir das. Güter. 35. 35, jetzt sind wir schon bei 75 Güter. Okay. Da geht aber, glaube ich, noch mehr. So, hier kann jemand schaffen oder kann es lassen, völlig egal. So, gute Unterhaltung brauchen wir hier. Wir haben hier nämlich noch... Oh, Glaube fehlt, Unterhaltung fehlt. Mhm. Glaube. Das machen wir, glaube ich, mal hier nach rechts. Dann können wir auch noch einen Patrizier hier hinbauen. Oder? Genau. Tempel des Jupiters ist aber schön klein. Ich wünschte, dass das irgendwie größeren Radius hätte. Was machen wir da? Das bringt auf jeden Fall am allermeisten. So. Ich glaube, die Hütte, wenn wir die wieder weghauen, könnten wir mehr Leute erreichen. Ja, das müssen wir woanders hinsetzen. Irgendwo hin, wo es Platz hat und wo er sich freut. So, das kommt weg. Kommt nach links, kommt dann der Tempel des Mars. Da können Patrizier arbeiten. Machen wir den Tempel des Mars. So, Tempel des Mars. Hier arbeitet noch keiner, ändern wir gleich. So, jetzt. Zack. Versorgung abgeschlossen. Zustand, Mangel an. Equipshäuser werden verlassen, da es an Gütern mangelt. Gütern, ja, ja. Aber ich produziere schon welche, oder? Wir sind noch im Plus. Jetzt muss ich aber mal ganz schnell ranklotzen. Noch mehr Güter. Bevölkerungsmeilenstein erreicht. 60, 100 Häuser. Bei 40.000 Denarii. Oh, da geht's gerade weiter. Okay, komm, wir helfen mal nach. Laune steigt immer weiter an. 10%, perfekt. Boah, das ist aber schon eine Metropole, die wir jetzt hier hochziehen, oder? Will ich mal fast meinen. Bauen natürlich alles immer auf dem Boden statt auf vernünftigen Wegen, aber ist ja egal. Ausbauforum, Meilenstein erreicht. Vermögensmeilenstein, ja, die 40.000 haben wir auch. Boah, wir sind fast fertig. Wie sieht denn das Ding mittlerweile aus? Ach, guck mal, so eine krasse goldene Statue. Das sind bestimmt wir, oder? Ich glaube auch. So, der Handel blüht und gedeiht und macht und tut. Verkaufe Sklaven. Handelsposten ist bereit. Ach ja. Müsste eigentlich viel, viel mehr von den guten Menschen produzieren. Hier fehlt es schon wieder an denen. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Ja. So, wie sieht es eigentlich aus mit unseren Aufgaben? Erreichen Sie 80% durchschnittliche Versorgung. Ist schon fertig. Bauen Sie 75 Häuser, das kommt mit der Zeit. Die Hälfte exportieren wir schon. Wir brauchen viel... wir brauchen viel mehr... normale Menschen. Vielleicht hier einfach mal... Ja, wir müssen Güter produzieren, das heißt... Wir machen hier mal so eine schöne Promenade. Wie sieht es hier mit dem Futter aus? Ja, hier brauchen wir dann nochmal was Vernünftiges. So, erstmal... Obwohl, die Unterhaltung haben sie ja hier sowieso. Also brauchen wir erstmal hoffentlich eine Bäckerei. Platz dazwischen lassen oder nicht? Wie sieht es mit dem Futter aus hier oben? 51... Ja, ich würde sagen, wir machen das mal. Zur Bäckerei. So, möglichst alle hier erreichen. So zumindest. Der Plan. So. Am besten noch direkt Fleischerei. Jawohl, das haben wir jetzt alles mittlerweile drin. Aber dass man das nicht irgendwie in einem Stück
ne, so zusammenhängend bauen kann, ist auch ein bisschen merkwürdig. So. Machen wir am besten noch, damit, falls es brennt, ne, die Leute dann trotzdem guter Laune sind. Direkt so ein Equipment-Ding hier hin. Rasender Gebäudebau, das hören wir gerne. So, ganz, ganz furchtbar stumpf bauen wir jetzt einfach nur mal hier alles hin. So, dann brauchen wir die Wege hier dran. Das sind die beiden Gebäude gewesen, oder? Präfektur, Schlachterei. So, wie sieht's aus? Die produzieren jeweils 5 Stück. Das heißt, wir könnten eventuell verkaufe Güter von Odesso, verkaufe Brote von was auch immer. Brote verkaufen, ja, klingt ganz nett. Aber können wir vielleicht großflächig Güter verticken? 40 Güter. Produktion. Okay, machen wir das. Nach Rhodos ist, ne? Rhodos eigentlich. Gut, heißt, das war der erste Streich. Und wir müssen ja viele Häuser bauen. Das machen wir gleich nochmal. Oder wir bauen es hier schön mittig in die nächste, Reihe. Popularität gibt es ja ohnehin. Boah, 50.000 gleich. Besiegen Sie die Truppen, geht nicht. Besitzen Sie 100 Häuser, das kriegen wir vielleicht sogar hin. Gut. Und natürlich, warum sollte ich mich mit so einem Quatsch beschäftigen wie Seehandel, wenn wir doch einfach nur hier einfach nur weitere Handelsposten hochziehen können. Hafen, Handelsposten. Zustand eingetreten, Seuche. Shit. Die Seuche ist in der Stadt ausgebrochen. Häuser in der Nähe, infizierten. Ei, shit. Ja, das war ein Fehler. Die Seuche ist schon da, das heißt, wir brauchen Krankenhäuser. Haben wir das erforscht? Haben wir Krankenhäuser schon? Nein. In einer Minute haben wir Krankenhäuser. Verdammt. Okay, doch eng auf eng gebaut. Waren wahrscheinlich. Kommt in die öffentliche Gebäude? Jawohl. So, ich baue mal schnell noch so ein paar Hütten, solange es noch geht. So, schön zentral, nur so eine Hütte rein. Wahrscheinlich fehlt sie gerade. Ja, irgendwer arbeitet nicht. Fehlt dann Holz. Gut, dann müssen wir weitere Holzfälle hier im Osten bemühen, schätze ich mal, da wo die Sklaverei auf Hochtouren brummt. So, das machen wir auch gleich. Fertig. So, die sind schon erkrankt. Das ist schlecht. Krankenhaus. Wer arbeitet in dem Krankenhaus? Öffentliches Gebäude, schätze ich. Krankenhaus. Wir brauchen mehr Holz. Sehr gut. Ein Glück habe ich das gerade hier hingesetzt. Und da arbeitet keiner, weil ich habe es ein Feld zu weit nach oben gebaut. Alles klar. So, hier ist hoffentlich genug. Oh Mann. Bau das mal schneller auf. Ja komm, die Kohle ist jetzt völlig egal. Kohle kommt so oder so rein. Ja, ich mache jetzt so öffentliches Gebäude und Krankenhaus. Da arbeiten Patrizier arbeiten da drin. Alles klar. So. Patrizier. Das sind die hier. Die sind hoffentlich in der Nähe von allem. Schnell aufbauen. Boah, die ist ja echt krass, die Mission. Ich stelle mich jetzt auch an wie der letzte Mensch. Oh. Das ist so leicht entvölkert. Hier, das gefällt mir nicht. Kann ich die denn einfach wieder hier einziehen lassen? Wenn es, wie gesagt, nur ein bisschen Geld kostet, soll ich das nicht weiter stören. Wenn die Seuche dann sozusagen gewütet hat und sie jetzt quasi haben wir natürlich ausgedünnt, die natürliche Immunität ist damals wieder hergestellt. Nicht kichern. So. 100, was haben wir da? 64 mehr als wir brauchen. Güter verkaufen. Ja, jetzt will keiner Güter haben. Ich glaube, ich spinne. Olivenöl. Oh oh. Nicht wirklich, oder? Achso, fehlt ein Patrizier und da ist der Patrizier. Zack.
Alles gut. Hört auf, krank zu sein. Hier arbeiten Plebejer sehr gut. Boah, das war unangenehm jetzt. Mal ganz kurz gucken. Vielleicht können wir da auch nochmal so eine Hütte reinbeamen. Hier wird nicht so wirklich geschafft. So, Wasser. Können wir gucken, wo ist denn die Wasserversorgung? Oh. Hatte ich nicht mal einen Brunnen irgendwann? Irgendwann hatte ich doch mal einen. Ja, ja, das ist schon ein paar Tage her. Komm, noch so ein... Das war falsch. Noch so einen kleinen Brunnen hier in die Provence. Verkaufe Würste. Gut zu wissen. Verkaufe Würste, ja, ja. Verkaufe Steinbrocken. Steinverkommen meine ich. Ja. Boah, Güter, 40 Stück. Vollgas. Zack. Damit sind wir bei. Ach, jetzt ist die Versorgung wieder im Arsch. Versorgung von Unterhaltung. Ach ja, da müssen wir einfach links irgendwas hinknallen, oder? Dann müsste es denen wieder gut gehen. Wie wär's mit einem Theater oder sowas? Jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr für sowas. Oh, jetzt haben wir alles zugebaut. Podium, Theater. Wie sieht's denn hier mit Unterhaltung aus? 30, das ist schlecht. Genau, hier knallen wir den einfach so, einfach ohne zu fragen, hauen wir den jetzt hier eine gute Laune-Theater um die Ohren, oder? Relativ zentral. Trifft das auch die da hinten? Trifft sie es auch, ja. Sind die auch betroffen? Komm, hier haben wir so ziemlich alles mit dabei. Oh, was ist jetzt schon wieder? Verlassenes Haus? Lass das. Wir müssen noch jemanden Güter verkaufen lassen. Die verkaufen Güter. 40 und 35, das ist wichtig. Wieso geht es denen schon wieder nicht so gut? Verstehe ich nicht. Wie wäre es denn mit noch einer Zusatzunterhaltung hier drüben? Mit so einem Odeum oder sowas. Oder Odeum. Kein Platz. Oh oh. Zustand der Seuche endet. Jawohl. Endlich keine Seuche mehr. Toll. Fühlt man sich doch gleich viel. Da kann man wieder frei durchatmen. So, wer muss hier arbeiten? Wer darf hier arbeiten? Hier, der Quittenmann. Ja, bauen doch mal hier die Quitten an. Mann. So. Dieses komische Geräusch mag ich nicht hören. Wieso ist hier jetzt schon wieder nichts? Ei, die Güter sind aus. Shit. Güter. Mach mehr Güter für mich. Klar. Klar wie Kloßbrühe. So. Okay. Ja, dann müssen wir hier die Schönbaugeschichte hier mal ganz kurz machen. Boah, das war übel. Das war sehr unangenehm. So, wo sind meine Schönbausäulen? 100%, 88%, Futter mindestens 50. Was ist? Hä? Ja, es fehlt an Gütern. Ja, ja, ja. Wir haben doch hier 5 Güter. Warum? Warum wird hier rumgeheult? Warum heult ihr hier einfach so frech rum? Wer schafft hier? Keiner. So, jetzt. Hier arbeitet er im Odeum, hier im Theater. Über Kreuz, aber gut. Können sie ruhig machen. Weitere Produktion ist gegeben. So, Gebäude werden dreimal schneller errichtet. So, wie viel produzieren wir denn gerade? Andere. 210, 207. Uiuiui. Och nee, nicht schon wieder. Nein, lass doch die Scheiße sein. Es fehlt wieder an Gütern oder immer noch. Hä? Ach du Scheiße. Wo ist denn hier die Futterei? Shit, wo ist denn die? Das hier ist Futter. Hier ist halbwegs Unterhaltung. Es geht aber ums Futtern. So, schneller. Brauchen wir wieder Ziegel. Das ist kein Thema. Das kriegen wir sofort hin. Gut, denen geht's gut. Jetzt haben sie 15. Okay, die produzieren als Mundarbeiter.
So, hier haben sie alles, was sie zum Glücklichsein brauchen, oder? 72, ja, auch bis hierhin reicht das Futter noch, das ist sehr schön. Und ist mir auch ganz wichtig, dass das so vonstatten geht. Komm, lass mich gehen. Boah, komm. Gib die Maus frei. So ist fein. So, die vier sind versorgt. Dann machen wir noch ein paar schöne Gärten und sowas hin. Hier hinten am besten. Und hier am besten auch. So, was hier? Zufriedenheit, okay, sagt er. Naja. Nicht beschwert. Ist schon genug. Unterhaltung war's, ne? 80% Unterhaltung ist abgeschlossen. Das ist abgeschlossen. Jetzt muss ich ein Pantheon bauen. Das ist mal fertig. Güter sind abgeschlossen. Wieso? Hä? Wieso auf einmal 150? Mindestens 150 Güter? Hä? Was produzieren wir denn? Wenn du jetzt noch einmal hä sagst, schleich dich kaputt. Wie viel? Moment, Moment. Das muss ich mal ganz kurz... Kannst du bitte mal aufhören, nicht das zu machen, was ich dir befehle? Sag mal. Wir haben doch wieder die Güter. Güter, regt euch mal ab. So, hier kann auch wieder mit schaffen. Oh, Mann. Ja. Ja. So, zack. Falls da noch einer auf die Idee kommt, er will nicht arbeiten. Macht nichts. So. Die produziert ohne Ende. Da können wir eine Bäckerei mal hinknallen. Dann ist hier mal... Dann haben die was zu tun. Und die Leute was ordentliches im Hals. Hä? Aufgrund ihrer Nahrungsqualität sehr gut. Gut, dass ich genau das jetzt dahin gebeamt habe. So, mach mal schneller hier. So, jetzt hat der wieder keine Arbeit. Das ändern wir gleich, indem er in einer Sekunde hier ist. So, glaube ist hier auch nicht so gut, glaube ich. Das ändern wir mit einem ganz einfachen Mausklickchen. Zack. So, hat hier jemand keinen Bock oder Arbeit? Ja, keine Arbeit. Der kann da gleich hier loslegen. Läuft. So. Pantheon, haben wir das erforscht? Ne, das haben wir. Das können wir einfach bauen, oder? So, jetzt schauen wir noch einmal ganz kurz. Lassen den Blick schweifen. Boah, das sieht halt schon ganz geil aus, muss ich sagen. Muss ich mal selber loben. Oder? Kann man so anbieten. Gute Laune sowieso. 61.000. Ja, okay, Geld ist schon lang kein Problem mehr. Ich habe schon gar nicht mehr drauf geachtet. Ich baue einfach nur. Das Problem ist eher, haben wir denn genügend Platz? Natürlich kann man das auch wieder ganz... Genau solche Sachen hier, ne? Diese Riesenbauten, knall eins neben das andere, kann man natürlich dann immer wieder mal so inselförmig irgendwo hinknallen. Pantheon fehlt noch. Ich panzeron. So, abgeschlossene Güter. Kohle 20.000. Wir haben 60. 65 Häuser gebaut. Alles auf 80%. Hier 80% Unterhaltung. Pantheon läuft. Ist das ein Monument? Das Pantheon, Circus Maximus. Boah, den können wir sogar auch machen. Komm, jetzt haben wir uns den Circus Maximus verdient. Wir können ihn ja wieder einreißen. Hier oben. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir Platz haben. Das ist, glaube ich, das ganz große Hauptproblem hier. Circus Maximus. Denn hier geht's auch wieder bergauf. Circus Maximus. Ach, den knallen wir einfach hier in die Ecke. Ganz am Rand müssen sie halt ein bisschen reisen. Ist doch wurscht. So. Circus Maximus. Hoffentlich hat's hier... Ja, hier hat's Platz. Das ist natürlich ideal. Ich will ehrlich gesagt gar nicht woanders haben. Ja, das ist quasi mein Circus Maximus. Ja. Wo ist das andere, das Pantheon? Senat. Shit. Verdammt. Kann es mir nicht leisten. Ach Gott, tut mir leid. Das müssen wir leider doch abbrechen. Ich habe das Material dazu nicht. Halt, ich kann es mir kaufen. Nein! Oh. Ja, ich schätze mal, den müssen wir irgendwann im Leben müssen wir den auch nochmal bauen. Jetzt bauen wir einfach das Pantheon. Haben wir das schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Haben wir das Kolosseum schon mal gesehen? Komm, Pantheon, Senat. Wo ist das Pantheon?
Erfordert Pantheon-Technologie. Junge. Nicht wirklich, oder? 3 Minuten. Okay. 3 Minuten, dann schauen wir doch mal nach dem anderen. Was wäre das? 30 und hat einen Bedarf von 6. Das Maximum ist ein Bedarf von 8. Halt, haben wir doch. Natürlich haben wir das. Okay. Jetzt brauchen wir aber gerade ein bisschen Marmor. Und, oh. Und ein bisschen Ziegel. Gut. Die Frage ist, sollten wir... Können wir den Marmor irgendwie auf dem Verkauf wieder... Ja, bereit. Handeln ist bereit zu handeln. Bereit. Kaufen Sie 20 für 20 für 168. Was ist jetzt besser? 15 für 132? Ein Viertel? Viertel sind 400. Ist günstiger, ne? Aber die wollen direkt die... Direkt in Karthago holen, was? Dann haben wir es zumindest. Das heißt, jetzt kann ich die nächsten großen Bauten... Ja, wenn ich noch mehr... Und das machen wir da oben. Da oben haben wir sonst so wenig zu tun. So, und dass das schneller geht. Wir müssen unten weitermachen. Okay. Ist es denn fertig? Senat. Pantheon braucht... Sehr gut. Shit. Okay, die Forschung ist noch nicht durch. Aber das ist durch. Bauarbeiterlager. Zack. Oh, das dauert ja ewig in 3 Tage. Sowas müsste man gleich am Anfang bauen können. Dann hätte man den Ärger nicht. Ist egal. Jetzt haben wir eh schon dabei. Komm. Dann lassen wir es mal richtig krachen. Es sei denn, wir haben keinen Platz, dann lassen wir es nicht krachen. Ja, wir haben keinen. Haben keinen Platz. Kein Platz, ja. Haben wir oben Platz? Ah, wegen Platzmangels eingestellt. Oh Mann. Das dauert auch ewig und 3 Tage. Und dann das Pantheon, das können wir hoffentlich hier in Batschen. Pantheon. Pantheon braucht. Verdammt, brauchen wir schon wieder. Haben wir nicht noch. Handelsposten ist bereit. Kaufen Sie Marmor. 20. Wir sind immer noch bei 2.500. Alles klar. Und haben 65.000. Ja, das mit der Kohle ist kein Ding. Pantheon braucht auch wieder mal... brauchen noch mehr von dem guten Zeug. Pantheon-Forschung abgeschlossen. So. Und nun heißt es abwarten. Brauchen 30... Und wir haben 24. Haltproduktion 90. Boni minus 45. Wir müssten eigentlich mehr Marmor reinbekommen. Sehe ich das richtig? Ja, die Produktion ist bei 90. Und wir sind bei 66 minus. 66 minus, ja, ja. Hallo. Jetzt nicht abschmieren, das wäre ungünstig. Ist bereit zu handeln, ja, ja. Dann würde ich sagen, machen wir da alles noch weiter, oder? Wir kaufen... Oder bin ich auf Verkaufen gegangen? Kauft... Komm, scheiß drauf. Jetzt sind wir bei 39. Kann ich jetzt das Pantheon bauen? Jawohl, Sir. Oh, das ist schön klein. Das ist... Ah, das haben wir schon mal gebaut. Ich glaube, das haben wir schon mal errichtet. Hätte man natürlich auch auf, ne, Dinge bauen können. Oh mein Gott. Genau, dass die doppelt so lange halten. Jetzt sehe ich so langsam den Grund. Den Grund dafür. Bauarbeiterlager, zack, auch hier. Ja, alles super. Der ist zum Glück als erstes fertig. Der braucht nämlich ewig und 3 Tage. Und dann gucken wir uns das andere an. Was war das andere? Den Circus Maximus. Quatsch, das Kolosseum. Haben wir noch ein Plus? Ja, plus 2.500. Dabei kaufe ich den ganzen Quatsch schon außerhalb ein. Das hat mich am Anfang ein bisschen durcheinander geworfen, dass ich hier keine... Oh, krasse Texturen. Dass ich am Anfang keine Marmor hatte.
Und dass ich das selber machen musste. Selbst alles erwirtschaften. So, wir starten direkt ein Spektakel. Abfallende Popularität. Ja, von 99 geht es auch nicht mehr allzu weit nach oben. An der Spitze ist es immer unpopulär. Der Circus Maximus war der erste und größte römische Zirkus. Er ist eine Quelle der Unterhaltung für die gesamte Stadt. Okay. Da hätte ich mal drauf achten sollen. Durchschnittlich 95%. Hier ist alles auf 100. Die, die nichts haben, irgendwie, ja, die haben dann wenigstens das. Das ist gleich fertig. Aber geht es da drüben nicht ab? Können wir gleich mal gucken. Ach ja. Ist wahrscheinlich hundertprozentig das gleiche wie schon in Imperium Romanum. Da weiß ich noch, da hatten wir diese kleine Stadt, haben wir das erste Mal gebaut. Was war das? War das nicht irgendwie so ein kleines Taschenrom oder so? Ja, sag Bescheid. Hier ist wahrscheinlich wirklich genau das gleiche in Grün. So, das Ding läuft noch 14 Sekunden. Will ich das halt vorher haben, bevor das da drüben... Shit! Das Pandemon wird erst fertig. Verdammt! Sie waren siegreich. Oh, verdammt. Ja, gut, das ist jetzt nicht so hübsch, oder? Sie waren siegreich. Ja, können wir uns mal angucken. Jetzt mit dem dümmlichen... Ich kann es ja wegklicken, aber ich lasse das mal immer. Da weiß man, man war siegreich. Aber komm, weiterspielen. Aha, das ist das Kolosseum. Ein gewaltiges Monument so rum. Kann ich nicht mehr labern. Ja, eben. Welches die Versorgung an Unterhaltung aller Häuser in der Nachbarschaft auf 100% anhebt. Das ist natürlich krass. Das war ja eigentlich mein Plan gewesen, dass ich alles drumherum baue, aber als es dann mit dem Marmor Ärger gab, habe ich gedacht, komm, dann lassen wir es halt. Also im Grunde genommen, das Sinnvollste wäre, sowas ins Zentrum zu bauen. Und dann vielleicht so kreuzförmig, ne, dass man hier dann den Glauben hochknallt und hier dann die Futterversorgung hat. Und da vielleicht nochmal irgendwas mit Futter, so ein Dingsmarkt. Und dann so ein schönes X, dass hier alle versorgt, oder so ein Pluszeichen, dass alle versorgt sind, ne? Ja, gut. Hier arbeitet kein Patrizier. Das sollten wir ändern. Ach, es ist keiner da. Ach, was soll das bringen? Das Pantheon ist ein großes Monument, welches allen römischen Göttern geweiht ist. Ach so, wenn die Versorgung der Religion der Stadt hoch ist, wenn sie großen Profit durch dieses Gebäude machen. Ach, halt mal, das möchte ich jetzt... Jetzt haben wir eh schon überzogen. Gut. Und schön bauen. Schön bauen. So, bis das fertig ist. Jetzt habe ich das natürlich da mitten reingesetzt. Das ist eine kleine Promenade, können wir schon mal hier hinkleistern. Und noch einen mittelgroßen Platz. Und hier nochmal eine große Statue davor. Links und rechts. Ja, das haben wir krumm gebaut, macht aber nichts. Also nicht symmetrisch, meine ich. Ja, ein Garten. Der Garten an sich, den finde ich fast schon noch schöner. So. Herrschaften. Wir sehen, was genau das bringt. Hier bringt es Macht. Das Gebäude benötigt Patrizier, um zu arbeiten. Das stimmt. Können wir fast nur einen Zimmermann jetzt hier hinsetzen, der da arbeitet. Braucht er wieder Equitten und die haben wir nicht. So, bringt 500 Denari Erlös durch die Arbeit im Pantheon. Und dem geht's schweinegut. Ja, wahrscheinlich ist das der Trick gewesen, ne, dass man so auf die großen Bauten Wert legt oder beziehungsweise Marmor rankarrt. Also das wäre, wahrscheinlich hätte man es in einer Stunde abkürzen können. Einfach nur Marmor sich sozusagen einkaufen. Durch andere Sachen das wieder ausgleichen oder vielleicht durch, ne, durchs Forum und so weiter. Und dass man dann solche Riesenbauten sich dann zusammenbaut und gar nicht so ganz groß baut, dann hat man das direkt. Aber ist schon eine gewaltige Truppe geworden. Tja, ich würde sagen, das war's, oder? Ja, ich denke mal, wenn wir wieder rausgehen, müsste das eh gespeichert sein. Ist egal. Ja, ich würde sagen, das war's. Beim nächsten Mal geht's weiter hier mit... dem guten Grand Ages Rome. Und das ist doch mal ein Grande Ages Rome. So viele schöne Bilder hier mittlerweile, das kann sich sehen lassen. Das gefällt mir echt gut.
Aber ich schon ein paar Mal gesagt, ist ein tolles Spiel. Ich mag einfach diese ganze Reihe. Obwohl ich eigentlich mit Rom und so weiter, ne, hab ich schon mal erzählt, wegen dem Lateinzeug eigentlich irgendwann auch nicht mehr viel anfangen konnte oder das nicht mehr sehen konnte. Nun, gut. Ach, guck mal. Kann sich also alles sehen lassen, ja? Wenn ich gerade nicht ruckelt und nicht ins Pferd reingucken, na. Mit einem geschenkten Gaul schaut man nicht in einen hohlen Goldkörper. Das ist wahrscheinlich nur Messing oder sowas. Naja. Na gut, bei uns weiß man nicht. Wer 80.000 hat, der kann sich auch so eine Statue hinsetzen. Das ist das geringste Problem. Ach hier, guck mal, aus dem Forum wird hier schön wieder was verlesen. Wahrscheinlich die Steuererhöhung, die nächste. Richtig gut. Na, ich würde sagen, das war's beim nächsten Mal. Mehr von diesem wunderbaren Spiel. Danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Grand Ages Rome. Ciao, ciao und Servus. Und immer schöne Steuern zahlen.